Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Terraria. Ja, ihr fragt euch bestimmt, woher hat er diesen super sexy Umbrella her? Und warum sind wir in einer anderen Welt? Was ist geschehen? Ja, ich habe mich entschieden, wir machen in diesem Part in einer anderen Welt was und wollte zuerst eigentlich halt ohne Aufnahme nach einer Korruption suchen, um zu schauen, ob es in einer Welt was gibt. Hab dann aber auf der Oberwelt sehr viele Sachen gefunden und dachte mir, nee, ist blöd, wenn ich es so mache. Deswegen habe ich sehr vieles verkauft. Außerdem Umbrella halt und ja. Ja. Und wir sind hier. Und warum tickt der Umbrella, wenn es nicht regnet? Stirb. Und diesen Umbrella will ich haben, der ist so schön bunt. 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 Ja. Ja. Ah, deswegen trug er einen Umbrella. Und ich sag Umbrella, nicht Regenschirm. Weil Umbrella seien besser als Regenschirm. Und was wir jetzt machen, ist, wir suchen als allererstes mit unseren 70 Kugeln nach einer Himmelsinsel, gleichzeitig während wir nach einer Korruption suchen. Weil ich will diese verdammten Raketenhandschuhe. Handschuhe? Stiefel meine ich. Nicht Handschuhe. Also bitte, Handschuhe sind was anderes. Ja. Das wird jetzt wieder mal ein bisschen öde. Aber was will man machen? Terraria ist ebenso. Also nicht öde, aber man muss halt hier sehr oft sehr langwierige Sachen tun. Zum Beispiel sich an einem Ort entlanghangeln und nicht mehr rauskommen. Nee, wir kommen zum Glück noch raus. Und wir suchen weiter nach den Inseln. Nach den Inseln, nach den Inseln, nach den Inseln. Dam, tram, tam, 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 tram, tam. Das blaue Eis? Okay, sah gerade irgendwie voll seltsam für mich aus. Wie viele Kugeln haben wir noch? 40. Und ich glaube, weil wir nichts zum Stapeln haben und da wir eh Holz brauchen und sich diese großen, tollen Bäume hier sehr gut anbieten, ja, fällen mir mal ein paar. Und ich finde diesen Schneeregen irgendwie seltsam. Jetzt ist es Regen. Also vom Ton her. Vom Bild her ist es immer noch Schneeregen. Nee, der ist noch zu klein. Was heißt hier noch? Ich glaube, wenn die einmal gewachsen sind, wachsen die nicht weiter. Hier in Terraria. Hier in der Welt von Terran. Ich wollte Nigma sagen. Sorry, Vogel. Warst mir ein bisschen im Weg. Ich wollte dich nicht töten. So. Und ich hoffe, wir finden irgendeine Insel, bevor unsere Patronen leer gehen. Und hier können wir uns eigentlich durchbauen. Es wäre eigentlich richtig geil, wenn dieser Baum auch so runterfallen würde, wenn man das unterste wegbaut. Boah, wäre das geil. Stellt euch mal vor, wie viel Holz das wäre. Ich meine, so viel Holz, da braucht man nie wieder Bäume fällen. Ist doch recht so. Das einzig Blöde ist, dass wir durch dieses Teil super schnell laufen und deswegen es passieren kann, dass wir aus Versehen was übersehen. Und ich glaube, wir sind bald am Ende angelangt und es gab hier auf der Seite keine Korruption. Aber es kann doch nicht sein, dass es hier keine Himmelsinsel gab. Aber es gab hier noch ein Umbrella. Yay! Umbrella Part. Umbrella Party. Wenn schon. Zielen muss gelernt sein. So. 360 No-Scope mit dem Enterhaken. Aber ich verliere irgendwie die Hoffnung, dass wir auf dieser Seite irgendwas finden. Ja. Toll. So. Nee, gab keine Insel. Dann speichern beenden. Einzelspieler, nicht das andere. Irgendwas. So heißt nämlich die Welt. Irgendwas. Irgendwas ist immer gut. So, und jetzt gehen wir auf die andere Seite und wir haben keine Kugeln mehr. Schade, schade, schade. Dann müssen wir halt ohne Raketenschuhe leben. Ich habe in der anderen Welt auch gesucht gehabt nach den Inseln. Habe ich zwar eine gefunden, aber
Da war nur Mist drin. Und ich glaube, die Erze brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben ja jetzt Meteoritenrüstung. Hatten wir Meteoritenrüstung? Ja, wir haben Meteoritenrüstung. Wir sind Mann. Wir haben Meteoriten in unserem Arsch. Was rede ich da eigentlich für ein Schwachsinn? Und ich sammle das Zeug dennoch ein, weil wir können es ja immer noch verkaufen. Gibt es hier denn irgendwo ein Herz? Ich will leben. Oder eine Truhe. Mit Zeug. Truhe und Zeug. Truhe und Zeug ist immer gut. Nur Truhe. Und noch ein Regenschirm. Meine Fresse, was ist denn hier los? Mit den ganzen Regenschirmen. Ne, da gibt's nix. Und wegen dem. What in dit? Ach, keine Ahnung, irgendeine Deko. Und das leuchtende Zeug. Können wir es abbauen? Dämoniterz. So, stimmt ja, das ist ja manchmal vorhanden. Bringt uns zwar so einzeln nicht, und sobald wir den Boss besiegt haben, haben wir eh mehr als genug davon, aber hey, schaden kann's nicht. Ne, hier gibt's nichts. Ich sammle das wirklich schon nicht mehr ein, weil das wird zu lange dauern und das wäre maximal gut fürs Geld. Na, obwohl, mit etwas Glück sammeln wir hier genug Dämonit, um uns irgendwas bauen zu können. Und ich baue mich dann einfach mal runter. Vielleicht treffen wir auf unseren Wegen nach unten irgendeinen Edelstein oder so, den wir dann auch verkaufen können. So Diamanten. So eine Diamantenhöhle war richtig nice. Es gibt hier jetzt so richtige Edelsteinhöhlen. Wäre eigentlich richtig toll, das zu finden. Könnte man sich gut Geld durch das Verkaufen zusammensparen und dann daraus halt sich, also mit dem Geld, sich diese eine Waffe kaufen. Und wollten wir nicht eigentlich nach einer Korruption suchen, aber die Höhle war so verlockend. Und wir haben einen Jägertrank. Ich will zuerst die Fackel platzieren. Gott. So. Lass mich nicht mal meine Fackeln platzieren. Da fackel ich nicht lange und bring's um. Hahaha, was ein Wortwitz. Hier geht's weiter. Stirb. Und jetzt wieder nach oben. Hier gab's nichts Tolles. Schade. Ach, Mother of Slime. Mother of God, wenn schon. Ein bisschen Glibber gesammelt, um ein bisschen mehr Fackeln zu bauen. Und hier wäre eine Höhle, keine Edelsteinhöhle. Leider, und wir kommen nicht mehr hoch. Ich kann so schlecht mit diesem Scheiß-Enterhaken umgehen, das glaubt ihr nicht. Ja, okay, ihr glaubt schon, ihr seht es. Ich flipp gleich aus. So, ja, ich mach das jetzt echt. Ist irgendwas, was wir abbauen können? Ja. Es ist so verwirrend mit diesen ganzen Deko-Zeugs, weil man nicht weiß, was man davon wirklich braucht und was nicht. Was will man machen? Was will man machen, sage ich euch. Hoch, hoch das Bein, hoch das Bein. Und auf zur Suche nach den korrupten Politikern. Auch Korruption genannt. Lobbyismus und so ein Kram. Und da ist noch eine Truhe. Und da war diesmal wirklich nur Scheiße drin. Also es gibt Scheiße, aber das war richtige Scheiße. Und das Kupfer ist zu wertlos, um es mitzunehmen. Ach du meine Güte, sind hier viele große Bäume. Warum gab es das bei uns nicht? Ich meine wirklich. Wir hatten so wenig große Bäume. Vor allem wir haben. Ich habe irgendwie Angst, da runter zu gehen. Warum nur? Ach du Scheiße. Sorry, Leute, das ist viel zu verlockend. So viel Wasser. Nein, Scheiße. Ich werde ertrinken. Ich werde sowas von ertrinken. Vor allem, weil, ja, Wasser und so.
Okay, Wasser fließt über die Fackel und die Fackel. Herz! Wir haben Herzchen. Oh, das Spiel schenkt uns Herzen. So. Hey! Wir haben mehr Life. Now we gained life. Und die Teile brauchen wir im späteren Spielverlauf da unten, also sammle ich die mal jetzt schon ein. Dschungelsporen, 3 Stück. Oder brauchten wir die schon jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, wofür ich die brauchte. Und eine Statue. Und kein Licht. Statue. Schwertstatue. Und da oben gibt es Pilze. Mario-Pilze. Green Mushroom. Wahrscheinlich irgendwas zum Färben. Und das Wasser fließt hier immer noch. Ja, okay, bei der Menge. Ist schon lustig. Ich frage mich, wie lange das insgesamt an der Zeit brauchen wird, um da runter zu fließen. Obwohl in der Menge, die es eigentlich runterfließt. Und die Fackel ist so like, I don't give a fuck. Also da oben hat es schon alles gefüllt. Ja, okay, sonst wird es hier nicht runterfließen. Hier. Und nach da oben. Ach du Scheiße, das ist dunkel. Ja, das wird eine Zeit lang dauern. Wir können ja, sobald wir die Suche nach der Korruption beendet haben, wieder zurückgehen. Und du wirst uns nicht dabei im Wege stehen. Oder was auch immer. Ich habe gerade vergessen, was ich gesagt habe. Irgendwas mit Suche nach Korruption. Ach ja, zurückkommen. Stirb. Ich muss wirklich irgendwas gegen diese scheiß Dunkelheit machen. Das ist wirklich scheiße. Und ich bin mal weg. Wir bräuchten noch ein Item, das uns erlaubt zu schwimmen. Also richtig zu schwimmen. Davon gab es früher mal so viel. Und jetzt finde ich einfach gar nichts mehr. Oh. Ja. Und Korruption. Woohoo. Ich habe mich noch nie mehr über Korruptes gefreut. Also das war Regen. Stirb, stirb, stirb. Minifresser, oh, wie ich euch vermisst habe. Ihr wart noch so einfach. Und jetzt, ich hoffe, das reicht. Ich glaube, das reicht nämlich nicht. Du solltest ja lieber weggehen. Ich hab dich gewarnt. Und da verwenden wir am besten Hafti. Hafti. Hafti Azlak ist der Boss. Oh Gott, das Niveau. Und das Niveau wozu nie wehe. So. Jetzt wird das erstmal weggesprengt. Und wir kriegen eine Muskete agil. Wir haben eine Muskete böse. 10% Tempo, bla bla. Die Agile wird wahrscheinlich nur Tempo haben. Wo ist denn die? Haben wir die aufgesammelt? Ah, da. 10% Tempo. Ja, okay, die ist schlechter. Mit der Goldspitzhacke können wir es nicht, aber auch nee. Hatten wir nicht eigentlich eine Spitzhacke gemacht? Haben wir keine Spitzhacke aus Meteor gemacht? Okay, seltsam. Ah, wirklich seltsam. Na, was will man machen? Wenn man zu blöd war und das ganze Meteorit verschwendet. Achso, stimmt ja, es ging irgendwie nicht mehr, eine Meteoritenspitzhacke zu machen. Ging das überhaupt je? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß schon nicht. Und das ist irgendwie auch eine seltsame Korruption. Eine sehr seltsame Korruption. Mit einem Stern. Mit einem sehr tollen Stern. Und mit Fallen. Mit sehr viel Fallen. Also Fallen im Sinne von wirklich runterfallen. 6. Ich sagte 6. Ja, haha. So. Nee, die Bomben werden nicht reichen. Das kann ich euch schon jetzt sagen. Es ist ja überhaupt ein Zweifel, ob ich überhaupt bis da unten jetzt durchkomme. Ich habe ja nur noch ein Dynamit. Puh. Ich werde wahrscheinlich nicht da unten durchkommen. Ja. Mit etwas Glück schaffe ich es ja noch. Ja, Lichtkugel. Also stimmt ja, die konnte ich ja so einsetzen.
Ah, jetzt habe ich eine Lichtquelle. So viel zu der Dunkelheit. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Licht. Naja. Dann beende ich den Part. Auf Wiedersehen. Euer Sandoran. Ja. Sterbt. Sterbt, ihr niedere Wesen. Ach du Scheiße, wie viele sind denn hier, verdammt? So. Jetzt kann ich beenden. Tschüss.